Oder man möchte noch irgendwie einen Schlüssel einhängen, also mache ich eine Öse dran. Das ist ganz einfach. Ich schließe mit einer festen Masche die Runde und dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Luftmaschen und schließe wieder hier unten und schon habe ich eine Öse. Als nächstes schließe ich die Handytasche mit festen Maschen und zwar gehe ich durch beide Teile rechts wie links und mache eine feste Masche darüber mit der Häkelnadel. Und das mache ich noch einmal noch einmal, bis ich dann auf der anderen Seite bin. Immer beide Teile zusammen, die Schlaufe durchgezogen, oben durch. Dadurch eine Schlaufe gezogen und der Faden wieder durch beide durch. So, nun bin ich ganz hinten angelangt und mache die letzte feste Masche. Zieh das durch, nimm meine Schere, schneide den Faden ab und ziehe den Faden noch einmal durch die Masche durch und ziehe es fest. So, jetzt ist die Handytasche soweit erst einmal fertig, weil wir jetzt erst das Herz brauchen. Und dazu nehme ich meine Häkelnadel und ich habe hier einen Rest helle Filzwolle. Und das Herz wird gehäkelt. Wir machen uns erst eine Schlaufe, eine Luftmasche. Die ziehen wir fest, dann machen wir drei, eins, zwei, drei. Und in die erste Masche machen wir ein Stäbchen. So, das ist der Anfang von unserem Herz. Dann wieder drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Wir drehen es herum, machen zwei Stäbchen in die erste Masche und zwei Stäbchen in die zweite Masche. Eins, zwei. Damit haben wir schon ein kleines Dreieck. Drei Luftmaschen, eins, zwei, drei. Wir drehen es herum und machen wieder hier zwei in die erste, zwei Stäbchen in die erste Masche. Dann nehmen wir die nächste ein Stäbchen in die nächste ein Stäbchen und dann machen wir hier in die letzte zwei Stäbchen, eins, zwei. Wieder unsere drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. So, jetzt machen wir hier drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. So, wir machen ein Stäbchen. So, gehen nach unten. Machen eine feste Masche, machen eine feste Masche, machen ein Stäbchen, eins, machen drei Stäbchen in die letzte Masche, eins, zwei, drei. So langsam erkennt man unser Herz. So, eine Luftmasche, eine feste Masche, noch eine feste Masche, ein Stäbchen, eins, zwei, eine feste Masche, aufpassen. Jetzt gehen wir in die Reihe unten darunter, nicht in diese, sondern eins unten drunter und machen da eine feste Masche und ziehen uns das, dass wir so richtig schöne kleine Flügelchen kriegen. So, dann eine feste, noch eine feste Masche, eins, zwei Stäbchen, und das dritte, eine feste Masche und eine feste Masche. Und schon haben wir ein Herz und ich häkel ganz gern noch eine Reihe feste Maschen darüber. In jede Masche
die wir haben, noch eine feste Masche, einmal die letzte Reihe nochmal gehäkelt, in der Mitte, Achtung, gehen wir nochmal darunter und ziehen es fest und dann wieder in die Reihe darüber. Ja, gleich sind wir fertig. Genau, das ist die letzte Masche in der letzten Reihe. So, dann haben wir unser Herz. Einen großzügigen Faden lassen wir daran. Den schneiden wir ab. Und ziehen diesen Faden durch die letzte Öse. So, damit ist unser Herz fertig. Wir ziehen das uns schön, wie wir es haben wollen. Legen es auf die Handytasche darauf und würden jetzt die dicke Nadel nehmen und das Herz unser auf Herz die Handytasche gehäkelt. Wir legen es so hin, wie wir das gern möchten, ob gerade oder schief, wie es einer möchte. Ich mache es ganz gerade. Und dann nähen wir unser Herz auf die Handytasche. Das muss gar nicht so sehr sauber sein. Einfach hoch runter, weil beim Verfilzen hält das Herz sowieso, weil es ja mit der unteren Wolle verfilzt. Und dann gehen wir einmal um das Herz rundherum mit unserem Faden und heften das Herz einfach nur an die Handytasche. Rundherum. Ich meine, wer möchte, könnte hier oben auch ein kleines Loch lassen und es als Minitasche benutzen und vielleicht so einen Einkaufschip oder einen Euro einstecken. Das habe ich auch schon gemacht und ist ganz praktisch. Und sieht ganz süß aus. So, unser Herz ist nun auf die Handytasche genäht. Dann müssen wir nach unten schließen. Ich nehme dann immer den Faden, der sowieso von dem Maschenfang noch da ist, und schließe die Handytasche einfach mit Stichen hoch und runter. Die können ruhig großzügig sein. Wie gesagt, es verfilzt ja. Und dann ist die Handytasche ja geschlossen und da kann nichts mehr herausfallen. Einfach hoch und runter, die Handytasche geschlossen. Wir müssen dann auch die restlichen Fäden vernähen. Und noch ein kleiner Trick dann bei unserem Herz, wenn ich das fertig zugenäht habe. Ein bisschen hin und her noch den Faden vernähen. Den schneiden wir dann ab. Knoten hinein und ich finde es immer ganz süß, damit unser Herz noch ein bisschen deutlicher auffällt, wenn wir das dann nehmen, den Faden von unten direkt in der Mitte vom Herz durchführen und noch mal ein bisschen tiefer gehen und noch mal so zwei, drei Stiche macht, einfach nach oben und nach unten. So. Und das vernähen wir noch ein bisschen hoch runter. Ein bisschen durchgezogen, abgeschnitten. Und dann ist unsere Handytasche auch schon fertig, wenn wir die restlichen Fäden vernäht haben. Sie kommt dann in die Waschmaschine und wird gefilzt. Und zwar filze ich ganz gern diese Teile einzeln in der Waschmaschine, nicht zusammen mit der normalen Wäsche. Dann wird das Filzergebnis am allerschönsten. Ich tue es in meine Waschmaschine, pflegeleicht, 40 Grad, auf jeden Fall mit Waschmittel, am liebsten flüssig Waschmittel, Colorwaschmittel, was ihr zu Hause habt. Das muss aber unbedingt mit rein, bitte absolut kein Weichspüler und lasse ein Programm durchlaufen, etwa eine Stunde, manchmal 45 Minuten, das wird auch reichen. Und dann ist die Handytasche wunderschön gefilzt und passt dann zu den Hausschuhen, die ich schon gemacht habe, und es ist ein wunderschönes Geschenk, das diesmal meine Freundin zu ihrem Geburtstag bekommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, schaut doch wieder mal rein. Ich habe viele andere Ideen, weil ich häkle und stricke, und vielleicht habt ihr eine Idee, was ich euch als nächstes zeigen könnte, was euch Spaß machen würde, vielleicht schon als Geschenk für eure Familie. Ich danke schön, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!